So, da sind wir schon wieder mit der nächsten Aufgabe. Ich sage, wir geben hier richtig Gas, was Aufgaben betrifft. Also, füge Gegnern Schaden mit Sturmgewehren zu. 500 Schaden. Dazu gehen wir in Gruppenkeile, weil da ist es eigentlich, was heißt eigentlich, es ist dort am einfachsten. Weil wenn ihr sterbt, ihr respawnt und kommt wieder. Wenn ihr eine normalen Runde spielt, müsst ihr erst wieder ins Menü etc. pp. Also kurze Fassung davon. So, die alten Hasen unter euch wissen ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du, ja du, noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte oder du auch keine Aufgaben mehr verpassen willst, dann lass jetzt gern dein Abo da, weil bei 510 Abonnenten gibt es nämlich schon die nächste Paysafe-Zahl unten. Und ihr wisst ja, die Fragezeichen stehen für Zahlen, nicht für Buchstaben. Also immer nur Zahlen einsetzen, wenn ihr den Code knacken wollt. Und wenn du wissen willst, wie der Code genau zu knacken ist oder wie das Ganze generell funktioniert, einfach mal in die Videobeschreibung gehen. Da ist ein extra Video, wo ich mich einmal vorstelle und das mit dem Code genau erkläre. So, jetzt gehen wir mal rein in die Runde. Wir machen 500 Schaden. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Am besten erstmal direkt zum See. Da gucken, dass wir ein Sturmgewehr kriegen, ein bisschen Munition, weil die Gegner sind ja schon auf der Seite. Deshalb will ich eigentlich jetzt hier rüber. So, da ich schon bei denen auf der Seite bin. Im Prinzip, wenn ich ohne Blue Life 3, 4 Gegner weg, ja gut, insgesamt logischerweise 5 Gegner, müssten es eigentlich ganz schnell schaffen. Und halt hoffen, dass jetzt gerade keiner mit uns da landet. Die Endzone ist bei Holy. Oder Holly. Ja, leck. Ja, übertreib's hier. So. In erster Linie müssen wir natürlich jetzt hoffen, dass wir direkt ein Sturmgewehr finden. Ist nämlich jetzt die Frage, was zählt alles als Sturmgewehr? Weil ob die Waffe jetzt schon. Wie heißt die eigentlich? Warte mal. Hallo. Fernkampf, doch, ist Sturmgewehr. Also haben wir schon mal auf jeden Fall Sturmgewehr gefunden. Ich muss halt nur noch gucken, ob hier eventuell Gegner rumtouren. Oha. Boah, die nimmt die echt. Helfe mir. Ja, das war's komplett. Ah. Okay. Aber ganz ehrlich. Das ist definitiv ein Gegner. Aber wo ist er? Der Hund. Ich dachte, der wäre zu blöd gewesen zum Fahren. Aber egal, sind wir schon mal in der Zone. Ja, wir sind auch auf der ihrer Seite. So, wo haben wir denn hier Gegner? Denn. Wie gesagt, im Endgame geht es natürlich am schnellsten. Aber da müssen wir natürlich auch erstmal hinkommen. Die sind natürlich alle noch irgendwo im Rumfliegen. Und selten ist einer bis zur Endzone geflogen. So, hier haben wir noch eine Kiste. Am besten ist halt wirklich, ihr fliegt auf die andere Seite zu denen rüber. Und da könnt ihr die Gegner eigentlich dann easy abfangen. Quasi hätte ich den eben dann geholt, hätte mir das Boot geschnappt, hätte ich bestimmt noch Gegner gefunden, aber. War halt ein 200 IQ-Spieler. Oh, ne, Zelten ist auch. Ja, wer ballert hier rum? War er das nur? Dann. Vor allem, wir sind doch auf Gegnerseite. Also, ich sehe noch keine Gegner. Gehen wir noch weiter rüber. Der hat Besuch gekriegt. Warum leckt das denn bei mir so? Toll. War zu schnell. Andere von mir zu schnell.
Ja, er wollte auch nur seine 500 Schaden machen. Rennt aber auch keiner rum. Alle noch im Erforschen, 100 Pro. Schmeckt. Ja. Oh, dafür gibt es auch eine. Als erster Spieler in einem Match Vorräte ausgemacht. Die war wieder. Zurück, zurück. Hin. Zählt auch als Sturmgewehr. Ja. Machen wir das so. Wir müssen auch langsam mal Gegner ankommen. Gegner. Ja, die zoomt ein bisschen mehr rein. Ach, das ist die Aug. Ja, sorry, dass ich hier gerade keine Gegner finde, aber irgendwie sind halt. Boah, der Leuchtturm. Guck, wie weit der Leuchtturm weg ist. Warte mal, kann man die Vorräte immer noch runterschießen? Ich guck halt selber auch noch, was für Waffen es gibt. Aber die Waffen an sich, die Waffenskins sehen halt anders aus. Das ist auch ein bisschen irritierend. Ah, wir haben Gegner, die ersten sind da. So, wo ist er? Wenn es nicht so lenken würde. Mal hier hoch. Ja, aber 180 Schaden haben wir schon mal. Jetzt geht es auf jeden Fall schneller. Wie gesagt, ihr seht ja, im Endgame, wenn es so langsam mal ins Endgame halt geht, geht es natürlich schneller. Ah, 50 EP für das Auge des Sturms. Okay. Oh, Assist Kill gibt auch. Alter, wieso springe ich denn dauernd hier in so Löcher rein, ey? Wir sammeln Assists. Ich wurde weggesniped. Auch nicht schlecht. Ich sage, ich bin echt im Überlegen, ob ich nicht auf Maus und Tastatur umstellen soll. Auch wenn ich am Anfang erstmal übelst auf die Schnauze bekomme. Ach, er versteckt sich auf dem Baum. Oh, wo ist der denn mit seinem scheiß Snipergewehr? Kann ja nicht sein. Aber die zwei Sturmgewehre sind auch nicht die besten, ganz ehrlich. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Wo läuft denn der rum? Oh, wie es dann leckt. Ah, Kopfschuss gibt natürlich. Aha, die Medaille haben wir dann auch schon mal.
gucken, ist hier noch irgendwo einer? Da landet doch gerade keiner. Haben wir die Aufgabe? Boah, jetzt fehlen hier noch 44 Leben oder was? Wie das kann. Alter! Kann ja nicht sein, ey! Aber ihr seht ja selber das Ruckel da wieder. Und Dauerruckel. Und weggesniped. Wisst ihr, was ich meine? Das kotzt mich halt schon ein bisschen an, was so ein PC betrifft. So, aber ihr habt es gesehen. Easy Sache. Einfach reingehen, 500 Schaden machen, rausgehen und schon habt ihr das Ganze geschafft. Also, in dem Sinne, wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst gerne ein Abo da, Like, schreibt auch gerne was in die Kommentare und haut rein.